Kölle Alaaf. Die Jecken sind los hier in der Domstadt. Und nach dem 5:0-Sieg in Berlin ist die Stimmung und die Freude natürlich ausgelassen bei den FC-Profis. Der Trainer Markus Gisdol ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, ein Karneval-Fan zu sein. Aber im Verein hat man ihn ein wenig überredet. Ich glaube, wenn man als Außenstehender kommt und sieht, was hier abgeht, ja, man wird infiziert und man freut sich einfach drauf. Und genauso unser Trainer. Und ja, ich denke mal, wenn wir nicht so ein gutes Ergebnis erzielt hätten am Wochenende, wäre das vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Aber so hat er uns die Freiheit gegeben. Ja. Ja, der Trainer Markus Gisdol, der hatte dann doch Spaß bei der ganzen Veranstaltung, auch wenn er in seiner Vergangenheit in den Profistationen nicht immer mit Karneval in Verbindung gekommen ist. Man hat ihn eifrig Kamelle in die Fans und in die Mengen werfen sehen. Er hat gelacht, er hat getanzt, er hat gesungen und ja, auch teilweise bei den Champions League-Rufen mitgemacht, auch wenn das natürlich ein kleiner Spaß ist. Mit dabei war auch der Markt. Und wir hören mal rein, was er zu sagen hat. Klar, wir dürfen uns jetzt nicht hier komplett abschießen, aber ein paar Kölsch dürfen wir sicherlich trinken und dann können wir uns ab morgen bzw. übermorgen wieder auf Schalke vorbereiten. Feuer frei, das hat Markus Gisdol wörtlich nach dem 5:0-Sieg in Berlin gesagt. Er hat also seinen Spielern eine Feiererlaubnis erteilt und bis morgen, Dienstag, 15 Uhr, können die Köln-Spieler feiern. Bis dahin können sie ausnüchtern, denn dann geht es weiter mit der Vorbereitung auf das Wochenende und das Spiel gegen Schalke 04.